Ja, hallo und herzlich willkommen bei Giseko bei mir, Perlen des Südens im Gespräch, der Erfolgstalk von und mit erfolgreichen Ringana-Partnern und Partnerinnen. Ja, nach einer längeren Pause wegen Mexiko und ja, anderen Angelegenheiten geht es nun wieder weiter mit den Giseko-Talks. Und angesichts der derzeitigen Bestimmungen und Umständen ist es mir nicht möglich, ja, Menschen hier einzuladen in mein herrliches Perlen-Office. Draußen scheint die Sonne, man könnte es wunderbar heute draußen machen, die Vögel zwitschern. Ja, aber ich wähle heute die Online-Variante. Und das Ganze bietet aber natürlich auch dadurch neue Möglichkeiten, denn somit ist es mir möglich, hier einen ganz besonderen Gast heute bei mir begrüßen zu dürfen, nämlich unsere liebe Janine Mick aus Wien. Hallo Janine. Hallo. Hallo Tanja. Schön, dass du heute mein Gast bist bei Giseko bei mir. Und ja, aber bevor wir zu dir kommen, möchte ich einfach ganz kurz noch mich vorstellen und auch dieses Format. Ja? Also, mein Name ist Tanja Dobotzky. Ich bin schon seit vielen Jahren erfolgreiche Partnerin von Ringana. Das ist ein Network-Marketing-Unternehmen aus der Steiermark. Dieses Unternehmen produziert frische und vegane Hautpflege und Vitalstoffe. Und aufgrund dieser Frische ist es nicht möglich, das im Handel zu erwerben, sondern es ist über ein Empfehlungsmarketing-Modell, wo es dadurch möglich wird, dass die Kunden in ganz Europa zu diesem Produkt kommen. Ja, und im Zuge dieses Empfehlungsmarketing ist es mir gelungen, ein sehr großes Team aufzubauen. Im Moment sind es knapp 8000 Menschen, die in meinem Team in ganz Europa präsent sind. Und diese Menschen, ja, die bringen unsere frische Philosophie einfach ja, nach außen und nach ganz Europa. Und innerhalb dieser knapp 8000 Partner und Partnerinnen haben sich natürlich manche Menschen besonders hervorgetan und wollen bis an die Spitze. Und das sind Führungskräfte einer ganz besonderen Art, nämlich die Perlen des Südens. Also meine Führungskräfte und wir nennen uns die Perlen des Südens und ja, schön ist das mit euch. Und wer sind wir Perlen des Südens? Also wir Perlen des Südens, wir strahlen, wir wollen einen Mehrwert in unserem eigenen Leben und wollen diesen Mehrwert aber auch anderen Menschen zur Verfügung stellen. Wir Perlen des Südens, wir zeichnen uns aus durch Kompetenz, Spirit, Professionalität und vor allem durch sehr viel Spaß. Ja? Wir Perlen des Südens, wir schauen über den Tellerrand hinaus und ja, kreieren ganz viel Bewusstsein auf ganz vielen Ebenen und wir haben auch ein Symbol, nämlich unsere Perle, ja, die habe ich da heute hier angebracht. Du, liebe Janine, ja, hast leider noch keine Perle, ja, weil zur Weihnachtsfeier im Dezember am 18.12. Ja, wolltest du zwar kommen, ja, aber leider bist du familiär verhindert gewesen, was sehr, sehr schade war. Wir haben das alles sehr bedauert, wir haben dich sehr vermisst. Ja, ja, aber es wird der Moment kommen, wo auch du deine Perle überreicht bekommen wirst. Und wir haben natürlich auch ein zweites Symbol, nämlich ja, also Giseko ist es heute nicht angesichts der frühen Uhrzeit, ja, sondern in dem Fall jetzt einfach gemischt mit frischem, klarem Wasser. Genau. Ja, und wir haben ein Motto, nämlich im Miteinander mehr erschaffen. Und dieses Motto begleitet mich durch diese Talks und dieses Motto hat mich auch inspiriert, diese Talks zu machen, denn ich möchte euch Perlen des Südens vor den Vorhang holen. Mir ist es ein großes Anliegen, dass ihr eure Geschichte erzählt, denn die ist so individuell und so inspirierend, jede einzelne Geschichte für sich. Und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass diese Geschichte ganz viele Leben verändert und positiv beeinflusst. Und deshalb taugt mir das einfach heute, dich hier zu haben, liebe Janine. Dein Leben hat sich ja sehr schnell verändert und du veränderst, glaube ich, auch mit derselben Geschwindigkeit ja, Leben und Einstellungen von anderen Menschen. Und ich freue mich, dass wir jetzt dann einfach ja, deine Geschichte hören und von dir einfach ganz viel erfahren. Zu Beginn einfach, Janine, wer ist Janine Mick? Was zeichnet dich aus? Was sind deine Stärken, deine Fähigkeiten? Ja, feel free. I feel free. Dankeschön, Tanja, zunächst noch einmal an dich, dass ich da sein darf. Echt, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, auch jetzt auf diesem Wege
Und wir werden das sicher ganz schnell nachholen. Ja, in echt. Und ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Wer ist Janine Mick? Janine Mick bin ich. Ich bin 31 Jahre alt. Ich habe einen Mann und eine Tochter. Mit den beiden lebe ich in Wien. Ich bin eigentlich Kommunikationstrainerin, habe nach meiner Matura diverse Studien angefangen, bin dann bei Philosophie hängen geblieben. Das war das, was mich am meisten begeistert hat, nach was weiß ich, Sprachwissenschaften, Betriebswirtschaft und so weiter. Also ganz, ganz viel bunt durchgemischt. Das Ding ist, dass mich halt wenig so begeistert hat, dass ich wusste, ich möchte jetzt Jahre meines Lebens damit verbringen. Und Philosophie ist es dann geworden, bis ich schwanger wurde 2014. Ich bin Moderatorin, eigentlich Ausgebildete. Ich habe 3 Jahre lang beim österreichischen Privatfernsehen gearbeitet und moderiert. Eine Kochsendung damals. Ohne kochen zu können, bin ich da damals reingerutscht, weil ich halt irgendwie beim Casting, weiß ich nicht, die größte Klappe hatte oder so. War ganz lustig. Habe nebenbei eine Ausbildung zur diplomierten Kommunikationstrainerin gemacht, ein paar Jahre in der Erwachsenenbildung gearbeitet, trainiert, gecoacht. Und das Fernsehen habe ich dann so lange gemacht, bis ich schwanger wurde. Bin dann danach auch 3 Monate nach der Geburt meiner Tochter gleich wieder auf der Matte gestanden. Und man hat mir dann, als meine Tochter 5 Monate alt war, gesagt, dass man mit mir nicht ins nächste Jahr gehen wird. Das war 2 Wochen, bevor das nächste Jahr begonnen hat. Mhm. Das war dann das Ende dieser Karriere. Und ich habe dann mit meiner kleinen Tochter begonnen, online zu schreiben. Also ich habe immer online geschrieben. Das waren damals Online-Tagebücher, ja, als ich 14, 15 Jahre alt war. Und als meine Tochter dann auf der Welt war, habe ich begonnen, über Elternschaft zu schreiben. Mhm. Und daraus hat sich dann für 5 Jahre mein Hauptberuf entwickelt. Also ich habe ein Online-Netzwerk aufgebaut, habe für Eltern geschrieben, die bewusster leben wollen, Wege abseits der klassischen Erziehung gehen wollen, habe vieles hinterfragt mit ihnen gemeinsam, Gewalt in der Erziehung, Macht und so weiter. Das ist dann sehr schnell, sehr professionell geworden, habe dann auch über psychische Gesundheit geschrieben und das Ganze hat dann gegipfelt in meinem ersten Buch, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. Genau, du hast letztes Jahr ein Buch veröffentlicht. Wie nennt es sich und wo gibt es? Das Buch habe ich mit einer wundervollen Co-Autorin geschrieben. Es heißt Mama nicht schreien und es gibt es überall und es ist ein Spiegel-Bestseller. Yay! Sehr cool, sehr schön. Und ich habe das Buch fertig geschrieben und deshalb erzähle ich das auch Ende 2018. Und im Februar 2019 habe ich ja zu Ringana und Network Marketing gesagt. Ja, so ist das. Wie hast du Ringana kennengelernt? Ich habe durch eine Freundin, ganz, ganz klassisch. Wir waren bei einem Mädelsabend, ich weiß nicht, total schick essen, ja, haben beides Mamas haben uns das einmal gegönnt, so die Stunden für uns. Es war herrlich und wir haben wirklich von diesem Abend, ich glaube, 2,5 Stunden über Ringana gesprochen. Mhm. Und das, sie war nicht mehr mal Partnerin, ne? Sie war Kundin, begeistert seit über 3 Jahren. Und was sie mir vor allem erzählt hat, war von ihren Einblicken, die sie in das Business und in das Miteinander von den Menschen, die da tätig sind, bekommen hat durch eine Freundin, die jetzt meine Upline ist, mit der ich zusammenarbeiten darf, die Sabine Rauter. Weil sie Sabine beobachtet hat in den letzten 5, 6 Jahren. Ja. Und gesehen hat, was sich verändert hat, wie sie aufgeblüht ist, was sie sich aufgebaut hat. Und sie hat mir dann von Ringana erzählt, von der grünen Philosophie. Sie hat mir auch von den Verdienstmöglichkeiten erzählt. Und ich konnte beides nicht ganz glauben. Also ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Aber ich habe schnell verstanden, dass ich nichts zu verlieren habe. Mhm. Und das einfach mal ausprobieren kann. Und es war dann wirklich, ich habe lange überlegt, ja, obwohl das, weil ich ja meins hatte. Also ich hatte das, was ich habe das gern gemacht, das Online-Schreiben. Ich habe gut Geld damit verdient. Und es war für mich auch eine sinnhafte Tätigkeit, weil ich wirklich, ich habe das Feedback der Eltern bekommen, dass da wirklich Familien verändert wurden, dass sie jetzt schöner miteinander leben, dass sie sich freier fühlen in ihrer Erziehung. Aber was das Finanzielle angeht, war ich in diesem klassischen selbstständigen Hamsterrad. Ja? Also ich wusste, ich kann
Content produzieren, so viel ich will. Wenn da keine Firma auf mich zukommt und Werbung schalten möchte, unter Anführungszeichen, verdiene ich nichts. Mhm. Egal wie viele Stunden ich investiere. Ja. Sowas wirklich ständig am Tun. Ja. Ja. Und was war dann ausschlaggebend, dass du dich entschieden hast, Vingana Partnerin zu werden? Ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, es sind so Zeichen gekommen. Ich habe Anfang 2019, genau zu der Zeit, wo ich gesagt habe, okay, soll ich das jetzt machen? Weil ich habe gewusst, wenn ich Ja sage, dann mache ich es Vollgas. Und deshalb war es für mich schon von Anfang an so eine größere, einfach was ich mir überlegt habe. Ja? Weil ich weiß, wenn ich das mache, bin ich committed und dann gibt es einen völlig neuen Fokus für mich. Mhm. Und dann haben mir zur gleichen Zeit 3 meiner längsten und regelmäßigsten Kunden gesagt, dass sie nicht mit mir weitergehen werden. Genau in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Ja, es muss so sein und es will so sein und ich mache das jetzt. Und war dann von Anfang an super committed, habe gewusst, ich mache das jetzt, ich probiere das, ich habe keine Ahnung von den Produkten. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich habe keine Ahnung von Network Marketing, aber ich lerne das jetzt. Und anfangs war es ja auch relativ einfach für dich wahrscheinlich, oder? Glaubt man zumindest, weil du ja schon so ein Netzwerk gehabt hast, oder? Wie genau. Kann ich mir das vorstellen? Ja, also natürlich ist es ein Vorteil, wenn man einfach 5 Jahre seines Lebens schon damit verbracht hat, sich ein Network aufzubauen, ja, wo man dann sagen kann, ich habe da was. Also genau das Gleiche, was man eh immer macht. Ne? Ich habe da was Neues, ich finde es großartig, magst du das anschauen? Mhm. Das Angebot habe ich ausgesprochen. Und so hatte ich natürlich einen einfacheren Start, weil ich schnell ein paar Kunden gewonnen habe, die halt dann auch bestellt haben, dann wieder nicht. Also ich habe da jetzt nicht ohne was zu tun Stammkunden gewonnen, ja. Aber zumindest mal einen Start, um zu sehen, okay, das sind Menschen, die interessiert das, da ist Feedback. Und dann ist es losgegangen. Also ich weiß, ich habe dann gesagt, ich habe da was Neues, ja. Und habe dann die nächsten 3 Wochen durchtelefoniert mit teilweise 7 Businessgesprächen am Tag. Also ja, das wissen dann einfach auch wieder viele nicht, gell? Meine, dass es leicht geht, ist das eine, aber du tust ja da auch was. Wie gesagt, du telefonierst 3 Wochen durch. Gell? Wenn das jeder macht, dann ist es immer gleich einfach. Ja. Gell? Das und ist auch was, genau, ja. Ich bin zwar schnell gegangen, aber ich bin nicht in einem Tempo gegangen, das man nicht nachmachen kann. Ja. Also das, was leicht geht, ist einmal Menschen zu haben, die sagen, okay, erzähl mal. Aha, was ist das? Mhm. Das ist der einfache Part. Aber das Reden muss man trotzdem. Mhm. Also zumindest war es bei mir so. Ich kann nur für meine Erfahrungen sprechen. Und das war echt, ich hatte einen Telefonarm, ja, mit jedem. Und ich habe damals noch viel zu viel erzählt. Ich habe ja ganz lang telefoniert und geredet und da wirklich so den Kübel drüber gestülpt, weil ich das so großartig fand und mir gedacht habe, du musst es doch auch so super finden. Okay, also eh die klassischen. Klassisch, ja. Ja, und wie ist es dann weitergegangen, nachdem du erste Kunden und vielleicht ein paar Partner gewonnen hast? Wie ist das dann für dich weitergegangen? Also ich habe dir nur erlebt, dass es sehr zügig gegangen ist. Das war, glaube ich, Ziel, also jetzt um in unseren Zielstufen zu sprechen, 3, 4, 5, 5. Und das, also ich habe wahnsinnig, dadurch, dass das so schnell gegangen ist, ich wollte es ja immer sehr gut machen. Nur dann habe ich Partnerinnen gewonnen und ich weiß noch, ja, also irgendwie Monate später hat dann meine erste oder zweite Partnerin gesagt, du, kannst du mit mir auch einmal so ein erstes Schritte-Gespräch machen? Wie machst denn du das jetzt? Ja? Also ich habe halt, wir haben wirklich gemeinsam begonnen. Mhm. Also da waren wir dann halt ein paar Frauen, ja, und wir haben gesagt, okay, und jetzt, wie tun wir? Und was ich schnell verstanden habe und auch durch Sabine Rauter, die mich da gleich aufgefangen hat und gesagt hat, so, war halt einfach wirklich das zu tun, was empfohlen wird. Also nicht zu glauben, dass ich jetzt Network-Marketing-Profi bin, nur weil da ein paar Kunden und ein paar Partner sind, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung und bitte lehrt mich. Mhm. Aber lernbereit zu sein, gell? Ja. Mhm. Absolut, ja. Ja, hat sich dein Leben jetzt irgendwie verändert? Mein Leben hat sich sehr, sehr stark verändert mit Vingana. Es war grundsätzlich, ich mache mir, also was die Arbeitssituation angeht, was Einkommen angeht, ich mache mir einfach keinen Stress mehr. Ich habe es wirklich geschafft, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, weil mein Einkommen stabil ist.
Also ich habe mir was aufgebaut, auf das ich mich verlassen kann. Also das bleibt. Und das Schöne natürlich ist, ich habe immer gern gearbeitet. Ich hatte immer das Glück, Sachen machen zu dürfen, die ich wirklich gerne mache. Und mit Ringana ist das nichts anderes, im Gegenteil. Also ich habe immer geglaubt, ich kann nicht mit Menschen zusammenarbeiten. Ich habe immer geglaubt, ich komme nicht gut mit Frauen aus. Ja. Es waren ganz viele alte Glaubenssätze, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, ja, das stimmt überhaupt nicht. Das bin überhaupt nicht ich. Ja. Ich bin auch jetzt, also wenn man denkt, die 5 Jahre zuvor habe ich alleine vorm Computer gesessen die meiste Zeit, habe halt anonym Texte ins Internet geschrieben. Natürlich wurden die dann von Menschen gelesen und natürlich kommt Feedback, aber das kann man überhaupt nicht vergleichen wie mit dieser Dynamik, die es hat, wenn man mit Menschen so eng arbeitet, dass das Team, was sich da tut, immer diese verschiedenen Entwicklungen auch zu beobachten von Menschen. Das Coaching, das Training, dieses Persönliche, also im Team mit Menschen zu arbeiten und nicht mehr allein vom PC, das ist einfach 1001. Und es hat auch für mich eine große Persönlichkeitsentwicklung angestoßen. Ich weiß noch viel besser, was ich will in meinem Leben, was ich sicher nicht will. Mhm. Ich traue mich mehr, Nein zu sagen, wenn ich Nein spüre. Großes Frauenthema. Großes Frauenthema. Ich kann jetzt, ja, ich kann halt wirklich, ich kann ein Beitrag sein und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn eine Partnerin dich anruft, weil sie irgendwo ansteht und dann sagt, so, ich habe gewusst, ich komme da jetzt allein nicht weiter, deshalb rufe ich dich an und jetzt reden wir drüber. Mhm. Und eine Stunde später sagt sie, ja, Wahnsinn, danke und kann weitergehen. Mhm. Das ist, also kriege ich Gänsehaut, ja. Und auch das Miteinander, also auch bei den Ringana-People, die Perlen des Südens, die Menschen, die ich kennenlernen durfte, es ist einfach unglaublich bereichernd. Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe, du bist nicht nur super schön, sondern super sympathisch. Gell? Also, danke. In den letzten 5 Minuten komplett seinen Ausdruck gefunden. Gell? Danke dir dafür. Danke. Um das Ganze einfach zusammenzufassen, einfach noch einmal, also dieses, weil das ist ja schon relevant, gell? Was verändert sich oder was kann sich verändern, wenn man Ringana-Partner, Partnerin wird, wenn man dem Ganzen einfach sich hingibt und dem Ganzen eine Chance gibt. Das heißt, du sagst, für dich hat sich verändert, im Endeffekt, dass du viel weniger Stress hast, weil sich Dinge und Einkommen entwickelt haben, sodass du aus diesem Hamsterrad rauskommen konntest. Arbeiten tust du nach wie vor gut und gern und viel. Ja, ja, ja. Aber diese Art und Weise, dieser Stress, gell? Dieses Gefühl, man muss, weil sonst geht es sich nicht aus, gell? Das hat sich absolut beruhigt. Habe ich das richtig? Absolut, ja. Erfasst. Und das Zweite, was du gesagt hast, war auch diese Art und Weise, wie du arbeitest, früher eher einfach vorm Computer und vorm Laptop und eher mit dir alleine und jetzt eigentlich dieses ja mit Menschen und im Gemeinsamen. Und dann hast du natürlich diese Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, die sich bei dir ja auch eingestellt hat, wenn man sich dem Ganzen öffnet. Und du hast zum Beispiel jetzt einfach gesagt, auch deine ganzen Glaubenssätze wie, du kannst nicht mit Frauen arbeiten, gell? Die durften sich, glaube ich, und hoffe ich, einfach auch auflösen, weil es nicht wahr ist. Gell? Und das ist zum Beispiel auch ein Teil, wo Persönlichkeitsentwicklung stattfindet, gell? Wo man einfach wirklich alte, falsche Glaubenssätze auflösen darf, weil man spürt, das stimmt alles so nicht. Gell? Ganz viel, also gerade Arbeit mit Glaubenssätzen, Mindset, das Ganze, wie sehe ich mich, wie stehe ich zu mir, wie sehe ich andere Menschen, wie stehe ich zum Thema Erfolg. Also da tun sich ja so viele Bereiche auf, auch zu sehen, darf ich jetzt, gerade wenn wir bei Erfolg sind, darf ich Geld verdienen? Ja? Wie viel bin ich denn wert? Wie viel darf denn in mein Leben kommen? Verdiene ich mir eine gute Beziehung? Verdiene ich mir glücklich zu seinem Beruf? Also wir haben da wahnsinnig viele Glaubenssätze gespeichert, wir alle natürlich unterschiedliche. Und das hat sich... Es war jetzt nichts, was ich geplant habe, sondern ich glaube einfach, dass wenn man diese Schritte geht, dann kommst du auch, dann kommst du an einen Punkt, da muss dann irgendwas, wenn es dann steckt, dann muss da was aufgelöst werden und dann geht es wieder. Geht's weiter, das ist ja ein Prozess, das ist der Flow der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Mhm.
Und das hätte ich echt nicht gedacht. Also am Anfang, man hört es ja immer, gell? Also immer, als ich am Anfang gehört habe, mit Ringana gibt es die Persönlichkeitsentwicklung gratis dazu, dann denkst du so, aber geh, okay, ja. Aber wenn du den Weg dann gehst, also mich hat es so oft geflasht, dass ich mir dachte, ja, wow, danke. Ja, aber man muss ja bereit sein, hinzuschauen, gell? Weil nur dann stimmt diese Aussage, gell? Also ja. Allein passiert es nicht, man muss schon auch die Offenheit und die Neugierde haben, sich kennenzulernen und zu wissen, was sind denn die Themen? Ja, ja. Hinschauen ist natürlich nochmal was anderes. Wie groß ist dein Team jetzt? 136 Menschen. 136. Und du bist in der Zielstufe 7 von 10. Das heißt, am Weg nach oben, ganz nach oben, das sehr zügig. Du, und bei dir ist ja auch etwas ganz Besonderes passiert. Du bist ja eben, wie gesagt, unser Model Face of the Year, gell, für 2020. Wie ist denn das passiert? Ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß noch, ich bin mit meinem Mann eines Abends zusammengesessen, habe irgendwie mitbekommen, es gibt, das war bevor es ausgeschrieben wurde, ich habe nur mitbekommen, es gibt das, ja, und ich hatte keine Ahnung, was ist das, was heißt das, ich habe nur gewusst, the face, das mache ich, das will ich jetzt werden und das will ich unbedingt. Und da habe ich dann meinem Mann davon erzählt und er sagt so, na super, jetzt kannst du deinen Model-Wettbewerb auch noch machen. Okay. Also, nein, es ist so lieb, der steht wirklich komplett hinter mir und macht vieles mit und hat wirklich, also jetzt auch mit den Veranstaltungen, mit dem Unterwegssein, das hat sich natürlich auch verändert, ja. Wirklich da jemanden zu haben, der hinter einem steht. Und ich habe ihm aber damals gesagt, als ich mich für Ringana entschieden habe, habe ich gesagt, Schatz, ich mache das jetzt. Und ich mache das wirklich und bitte halt mir den Rücken frei. Mhm. Und zu The Face, ja, da war irgendwie die Entscheidung, da habe ich gesagt, gut, ich versuche das und es war dann nicht nur das zu werden, mega, sondern auch der ganze Weg bis dorthin, also das war wieder so dieses Eingeladenwerden, ne? Wir hatten ja dann die 10 Finalisten einen mega schönen Tag und Abend in einer Therme in der Steiermark, also das war wieder so ein schönes Erlebnis, also das, was man da auf dem Weg alles mitnimmt, ne? Also ja, mega cool. Shooting gehabt, tolle Fotos und dann natürlich beim Kickoff im Jänner das zu erleben auf der Bühne vor 6.000 Menschen. Und vor allem das Schönste für mich ist, dass du ja von den anderen Ringana People zu The Face gewählt wirst und nicht einfach irgendjemand sagt, ja, du bist es jetzt. Ja. Mhm. Also erstens das zu erleben, auch vorher, die Menschen kommen auf dich zu und sagen, ich habe für dich gewotet, ich hoffe, du wirst es. Wirklich entzückend, sehr, sehr schön, super schönes Gefühl und eine tolle Bestätigung dafür, wie ich das in den letzten Monaten gemacht habe. Und der Moment, wo dann dein Bild aufgeschienen ist, ja, cool. Muss gewesen sein, oder? Ja. Ich war so fertig, es war eine sehr emotionale Zeit für mich und dann das auch noch und das war dann, ja, aber schön, wirklich mega Moment. Ja. Ich meine, du wärst ja jetzt eigentlich viel mehr unterwegs, gell? Ja. Auch The Face, bei den Veranstaltungen und so, gell? Das ist halt jetzt leider nicht der Fall. Bedauerst du das? Wie siehst du das? Oder ist es eigentlich eh okay? Ich bedauere vieles, was jetzt gerade nicht stattfindet. Ja, voll. Also mein Jahr war ja durchgeplant. Ja. Ich habe eigentlich, war der Plan wirklich 2020 Vollgas. Zack, zack, zack. Und das ist jetzt alles ein bisschen anders. Aber es ist immer, ich sage immer, es ist, wie es ist und es ist gut, wie es ist. Und ich versuche dann auch grundsätzlich mit, weiß ich nicht, Achtsamkeit oder keine Ahnung, einfach zu sagen, es ist genau richtig so. Weil wenn ich jetzt sagen würde, es ist falsch, dann wäre es meine persönliche Beurteilung und die... Ja. Es wären viele Events gewesen. Ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, das zumindest ansatzweise ähnlich zu machen, wie wir es kennen. Mhm. Das heißt, von außen hat sich jetzt nicht viel verändert, weil eben diese ganzen Optionen jetzt gerade momentan ins Wasser fallen. Aber teamintern hat sich das hat schon was gemacht, ja. Also die Wahl zu The Face dann auch zu hören, ja, jetzt kriegen wir dann dein Roll-Up und ja, also das war fürs Team eine super Sache. Ja.
Ja, ich glaube, das Team und auch die Upline ist mega stolz. Upline ist auch sehr stolz, ja. Janine, du bist ja jetzt seit einem Jahr, hast du gemeint, gell, Perle des Südens, gell? Und bist ja dann auch schon eben die Karriereleiter sogar schon auch sehr zügig gleich weitergegangen. Wie ist denn das für dich? Wie nimmst du die Perlen des Südens für dich wahr oder für dich in der Rolle als Perle? Erzähl einmal da ein bisschen bitte. Du, es ist so schön. Ich habe es ja am Anfang, also bei mir ist ja das alles recht schnell gegangen und dann hörst du so Perlen des Südens, denkst du so, aha, ja, was ist denn das? Warum heißen die so? Und dann nach und nach ergibt es Sinn, ja, dann habe ich mitbekommen, aha, du hast das gemacht, na, wer sind denn diese Frauen? Und dann war ich ja im November, ist noch gar nicht so lange her und mir kommt es ewig vor, weil so viel passiert ist in der Zeit, zum ersten Mal im Perlen-Office. Durfte dort auch gleich nächtigen mit der Sabine. Es war eine sehr schöne Nacht, die wir zusammen hatten. Wir hatten das Deluxe-Coaching. Und das war auch das erste Mal, dass ich mit dir wirklich wesentlich mehr Zeit verbracht habe mit den Perlen. Und wie ich dort aufgenommen worden bin, dass man gleich spürt, ich kann da einfach, ich komme da rein und ich kann so sein, wie ich bin. Mhm. Komplett. Da musst du nicht verstellen. Das ist nicht irgendwie... Es ist einfach sehr echt und es war ein irrsinnig wertvoller Tag für mich, das komplette Coaching, was wir gemacht haben, die Menschen, die Begegnungen. Und danach, also seitdem, immer auf Veranstaltungen ist es so, wo ist eine Perle? Wo kehre ich dazu? Ja? Wo muss ich hin? Und dann immer auch bei 6000 Menschen die Erleichterung, ah da, sehr gut, ich bin nicht allein. Also du hast da wirklich was Großartiges auf die Beine gestellt. Das ist unglaublich. Und dass die Frauen nach alle, es gibt ja auch ein paar Männer, stimmt? Natürlich, ja. Ja. Dass die Menschen auch alle so, es ist einfach mega. Ja. Es sind alles tolle Führungskräfte, von denen ich auch sehr viel lernen darf. Und es ist wirklich schön. Also ich habe letztens erst im Team, beim Teammeeting gesagt, wenn du hast alles, was du brauchst, ja. Und ich habe aber echt gesagt, also gerade in unserem Team, mit unserer Upline, mit den Möglichkeiten, die es da gibt, es ist alles da. Man muss es wirklich nicht mehr machen. Es ist niemand, der da irgendwie die Optionen nicht hätte oder der was verpasst oder der was nicht da hat, was er bräuchte, um den Weg zu gehen. Es ist alles da und es ist da in einer Qualität, das ist unglaublich. Ja. Also ich bin sehr dankbar, hier gelandet zu sein. Ja, auch in Wien gibt es jetzt schon sehr viele Perlen des Südens. Ja, und ich glaube, ihr habt ja da auch mega Spaß miteinander und große Freude immer miteinander. Ja, wenn man sich wieder, oder damals noch, als ich halt, ja. Und aber trotzdem, ich liebe Kärnten, immer schon. Und jetzt nur ein bisschen mehr. Ja? Also Kärnten heuer muss schon wieder. Irgendwie, ich weiß noch nicht wie. Ich kann mich natürlich auch sehr gut erinnern an dieses Deluxe-Coaching und wo du da einfach das erste Mal da warst, gell, und einfach in diesem Special-Perlen-Kreis einfach da warst und teilgenommen hast. Und du hast mir ja da auch erzählt, dass du hast dich da gleich so angekommen gefühlt. Auch, gell, und also es war total schön für uns alle auch, gell, weil du einfach so ein Strahlen und so eine Freude und so eine Leichtigkeit einfach einbringst. Gell. Also es ist eine große Bereicherung, auch dich in unserer Runde zu haben. Gell? Also, danke. So. Und ich habe so viel gelacht. Ich habe ja so, nein, es war so lustig. Mein Gott, ne? Es war urlustig. Danke. Also da habe ich mir echt, ich habe mir da echt gedacht, ich bin richtig. Dankeschön. Angekommen. Super. Lachen definitiv, ja. Ich meine, wir haben ja echt ein heftiges Coaching, einen heftigen Coaching-Tag gehabt. Der war ja sehr emotional, aber sehr bereichern, aber danach dieses Gelachter, gell, also ja, wenn sie losgelassen, die Frau. Ja, du, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende des Interviews oder des Talks. Was werden dir noch ein Anliegen, was du der Community noch mitgeben möchtest, so quasi als Abschluss Worte? Also wenn ich darf, dann zwei Dinge. Einmal so allgemein, und das ist jetzt bitte nur meine bescheidene Einschätzung von dem, was ich in den letzten Jahren im Miteinander mit Menschen mitbekommen habe. Also einmal so ganz allgemein,
ist es, glaube ich, wirklich wichtig, sich frei zu machen. Viele Menschen, die mir begegnet sind, machen Dinge, von denen sie glauben, sie sollten sie tun oder wo ihnen jemand mal gesagt hat, das ist gut für dich. Aber die nicht wirklich das machen, was sie selber wollen. Vor allem bei Frauen ist das oft Thema, dass sie sich gar nicht trauen, was zu wollen, weil sich das nicht gehört. Also da wirklich da dahinter zu schauen und zu schauen, okay, was möchte ich eigentlich? Wenn ich jetzt weggehe von meiner Erziehung, wenn ich weggehe von meinen Eltern, von meinem Partner, von dem, was meine Kinder glauben, was ich wollen sollte und wirklich bei mir bin, was möchte ich? Was will ich? Und das auch mal stehen zu lassen im ersten Schritt, das kann schon viel, viel bewegen innerlich, sich das zu trauen. Und das Zweite, das dann auch zu tun, das steht wieder ganz woanders. Das heißt, meine Aufforderung, bitte, mein Appell wäre einfach einmal, trau dich zu wollen. Und bezogen auf Ringana und auf Network Marketing, dranbleiben. Immer weitermachen, nicht aufhören. Egal wie schnell oder wie langsam es geht. Das Schöne ist ja, wenn wir einfach nicht aufhören, dann ist es eine logische Konsequenz, dass sich etwas ergibt. Aber man darf halt nicht sagen, so stopp. Auch wenn es einmal langsamer geht und wenn einmal Durststrecken dabei sind, einfach zu sagen, ja, wurscht, weiter geht's. Ja, danke dir. Ich meine, Durststrecken gehören einfach auch dazu, gell? Weil er sogar eh immer, wie willst denn du dein Team begleiten, wenn du nicht weißt, wie sich das anfühlt? Gell? Ja. Weil es wird nicht bei allen komplett gleich gehen, weil wir einfach auch unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Gell? Aber es ist so wichtig, Dinge einfach auch durchzumachen, um einfach auch sein Team bestmöglichst dann zu begleiten. Also das ist ja Gott sei Dank, wenn man das einfach unter einem anderen Denkverhalten einfach einordnet, dann sieht man ja die Chancen, auch bei Durststrecken. Gell? Mhm. Man sagt, ich brauche das jetzt. Das ist jetzt so, weil ich es jetzt brauche. Du jetzt und vielleicht wer andere und deine Erfahrung braucht dann vielleicht wer andere. Genau. Ja, wunderbar. Janine, vielen herzlichen Dank. Es war total schön, mit dir zu plaudern, dich bei mir als Talk-Gast zu haben. Ja. Leider nicht gleich, weil wir hätten heute jetzt noch wunderschön suppen gehen können oder spazieren, wunderschöne Wörthersee. Cool. Müssen wir leider verschieben. Gell? Nichtsdestotrotz war das total cool, dich einfach so viel schneller so als Gast bei mir im Talk gehabt zu haben. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe. Vielen herzlichen Dank noch, gell? Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Dankeschön, Tanja. Danke, dass ich da sein durfte. Ist urschnell vergangen. Unglaublich. Danke. Okay, also. Tschüss, Papa. Baba. Und ja, an die ganze Community. Das war jetzt der erste Talk in der Online-Variante und der nächste wird sicherlich bald folgen. Ich wünsche auch euch alles Liebe und viel Spaß und schönes Wochenende. Tschüss!